Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal Animal Crossing New Horizons. Wir wollen uns erstmal gleich hier ranschleichen. Ganz langsam. Ein blauer Käfer. So, dafür halten wir jetzt den Kescher gedrückt nach oben und schleichen uns ran und hoffen, der hüpft nicht gleich weg. Jetzt den Stick ganz langsam bewegen. Ganz langsam. Oh, wir machen Geräusche und... Ja, wir haben ihn. Was haben wir da? Oho. Ein Fichtenbock. Nice. Das Problem ist jetzt halt, wir haben jetzt hier so einen Fichtenbock, aber wenn wir die Tiere alle zum ersten Mal haben, sollten wir sie erstmal lieber fürs Museum aufheben. Ne? Wir haben sie jetzt hier in unserer Fauna drin. In unserer Faunapedia. Das ist ja schon mal gut, dass wir den da schon mal drin haben. Das ist jetzt ein Insekt. Wir gucken mal, hier ist er. Fichtenbock. Genauso auch wie der hier. Der Atlasspinner, der ist auch ziemlich scheu, sagen wir mal so. Ziemlich scheu. Wir haben den jetzt hier zwar drin, aber ich heb mir den jetzt halt auf. Ich zeige euch das mal kurz. Wir gehen jetzt mal zurück zur Hütte. Hier kommt jetzt gleich mein Haus. Die werden bestimmt relativ viel wert sein. Hier die Baumstümpfe zum Beispiel, ne? Also ihr müsst Bäume später fällen, damit auf diesen Baumstümpfen halt was spawnen kann, ne? Also damit da was drauf sein kann. So, hier haben wir auch schon Bäume gepflanzt. So, dann gehen wir jetzt erstmal ins Haus. Ich muss immer noch hier den zweiten Kredit abbezahlen. Das sind 98.000 Sternis, die man abbezahlen muss. So, jetzt packen wir den. Ich hoffe mal, ich habe noch ein bisschen Platz im Lager. Ich will mal auch mal gucken, wie groß ist das Lager eigentlich. Wir gucken mal. Hier kann man Licht anmachen, lol. So, hier ist das Lager. Wie viel Platz ist denn hier? 80. Okay, wir haben noch Platz für 20. Dann packen wir jetzt erstmal noch alles rein, was jetzt noch neu war. Ich glaube, die Wohlhandkrabbe war auch neu. Ansonsten den Rest habe ich alles schon. Hasel schon, Makrele, Seebarsch. Flunder habe ich auch schon drin. Rotfeuerfisch. Karpfen, das können wir dann alles verkaufen. Genau, hier haben wir die Blattschrecke, die ist auch nicht schlecht. Und wir machen mal jetzt hier die Drehorgel. Wo können wir die platzieren? Ah ja, kann man da jetzt dran rumspielen? Nice. Ah, die geht nur einmal, okay, geht nur einmal. Können wir die Switch anschalten? Ja, nice. Ja, gut. Ja, das soll jetzt ein bisschen so ein Guide-Video werden. Was jetzt halt wichtig ist, wir brauchen insgesamt 2000 von diesen Meilenpunkten, haben wir jetzt auch schon zusammen, und gehen jetzt auf eine Insel, ne? Also, weil auf der Insel zum Beispiel, zeige ich euch da mal, wie ihr wirklich sehr, sehr viel Erz abbauen könnt, und die Insel ist eigentlich immer super, wir müssen halt bloß wirklich das Inventar so leer wie möglich machen. Ich guck mal gerade, wie hier noch irgendwas leer machen können. Das muss wirklich so gut wie leer sein, weil ihr müsst von der Insel so viel wie möglich mitnehmen. Ich guck mal, was wir hier ablegen können. Ja, Lehm. Gut, Lehm können wir auch erstmal ablegen, sonst. Unkraut können wir gleich verkaufen. Medizin, ja, gut. Boah, können wir mitnehmen, aber eigentlich könnte die auch erstmal zu Hause bleiben. So, was haben wir denn noch? Wir könnten den Sprungstab brauchen wir auf jeden Fall. Schleuder zur Not. Ja, den Rest verkaufen wir dann. Der Rest wird verkauft und dann haben wir eigentlich genügend Platz. Also ich kann euch das mal erklären. Wir gehen mal hier zu dem Shop am Marktplatz. Ihr braucht nämlich Meilen auf jeden Fall, um euch zum Beispiel Rezepte zu kaufen und sowas alles. Und dann gibt es die Sternis. Da kann man momentan noch nicht so viel von kaufen. Die Meilen sind halt, also, aber die Sternis braucht man halt für den zweiten Kredit. Und die späteren Kredite sind auch alles mit Sternis. Ne? Wir verkaufen jetzt hier erstmal. Wir haben jetzt noch 12.700 Sternis. Insgesamt für den zweiten Kredit braucht man, glaube ich, 98.000. Aber wir verkaufen jetzt erstmal. Also, ich habe, glaube ich, schon irgendwie 40.000, 50.000 habe ich jetzt schon. Die Stiefel können wir auch verkaufen. Haben wir jetzt schon zusammengespart.
So, hier die Muscheln hier, die könnt ihr auch alle immer direkt verkaufen. Die braucht ihr nicht aufheben. Weil Muscheln, da kann man, die kann man auch dem Museum nicht spenden. So, jetzt haben wir eigentlich genügend Platz dann wieder. Gucken, was wir jetzt verdienen hier. Guck mal, die Flunder wird, glaube ich, gut geben, oder? Boah, 4300, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich habe übrigens auch gerade gehört vom Kumpel, ihr könnt hier nämlich was einzahlen. Ihr könnt hier nämlich... ich zeige euch das hier. Ihr könnt hier nämlich bei dem Bankautomat auch Geld einzahlen. Viele sagen halt so, ja, was bringt das? Was bringt das Einzahlen? Ja, wenn, glaube ich, der Monat, beziehungsweise, doch, ich glaube, die Jahreszeit oder der Monat wechselt, dann kriegt man Zinsen. Also es bringt schon was, was einzuzahlen, ne? Also ich muss jetzt halt noch 47.000 zurückzahlen. Danach werde ich, denke ich mal, auch erstmal was einzahlen. So, dann haben wir hier weiterhin... Hier zum Beispiel die Noob-Meilen einlösen, ist halt sehr geil. Ne, hier oben könnt ihr euch Meilenticket holen, hier könnt ihr euch Frisuren. Ich habe mir jetzt zum Beispiel auch diese Rezepte geholt, dass ihr hier schon die besseren Werkzeuge herstellen könnt. Also nicht bloß die Wackelwerkzeuge, sondern die halten dann schon deutlich länger. Hier kann man Designs dann noch und dann gibt es halt hier unten noch so ein bisschen optische Sachen. Das ist jetzt Tapete und so. Ne? Aber hier oben waren halt die wichtigen Sachen. Also einmal hier... Das Meilenticket für 2000, dann die Rezepte, dann der Rucksack, dass der größer ist, das Werkzeugring. Wir kaufen uns jetzt erstmal noch so ein Meilenticket, weil wir wollen jetzt ja auf eine andere Insel nochmal. Ich kann euch das gleich nochmal zeigen. So, das haben wir jetzt auch. Fahren wir auch gleich los, würde ich sagen. So, dann sind wir hier erstmal fertig. Wie gesagt, für die Sternis kann ich euch auch nochmal zeigen. Da kann man am Anfang jetzt nicht wirklich viel kaufen. Das kommt dann, denke ich mal, nach und nach. Ne, hier könnt ihr jetzt einen Picknickkorb, einen Schlafsack. Hier könnt ihr halt eure normalen Werkzeuge, wenn ihr jetzt Sternis habt, aber keinen, ja, könnt ihr jetzt gerade nicht selber herstellen, könnt ihr euch die Werkzeuge holen. Hier zum Beispiel Medizin ist nicht schlecht. Die Pflanzen, die braucht man für einige Meilenquests. Die Setzlinge braucht man auch für einige Meilenquests. Da könnt ihr euch hier direkt ein Setzling holen und dann könnt ihr die Quest erfüllen. Hier habt ihr nochmal die Wackelanleitung, die braucht man jetzt auch nicht. Apfel braucht man auch nicht. Dann gehen wir mal raus. So. Zum Beispiel, wenn ich kann euch hier mal die Quests mal zeigen. Weil irgendwann wird es halt schwieriger, Meilen zu verdienen. Deswegen müsst ihr hier diese Nuke-Meilen Plus machen. Ja, hier zum Beispiel fangende Flussgrundel. Ist schon eine schwere Quest. Schieß den Ballon ab. So, müssen wir einmal gucken, wann sind die Ballons. Hier zum Beispiel Unkraut können wir direkt machen. Hier gibt Sternis aus, um Sachen zu kaufen. Hier müssen wir halt, ja, müssen wir halt Sachen kaufen. Hier zum Beispiel Sachen basteln. Und wenn hier eine Quest fertig ist, dann kommt hier wieder eine neue rein. Und so könnt ihr halt euch trotzdem noch mit Noob-Meilen, also mit den Meilenpunkten auf, also dazu verdienen, ohne dass ihr jetzt hier diese ganzen Sachen macht. Hier zum Beispiel Angelmeister muss ich erstmal 100 Fische fangen. Insekten genauso, ne? Das dauert halt eine Weile. Am Anfang geht das hier recht schnell mit den Meilen, aber später wird das dann halt immer schwieriger und deswegen sind halt hier oben die Noob-Meilen Plus sehr, sehr wichtig und ihr habt halt direkt ein Ziel, ne? Ihr könnt direkt die abarbeiten. Na, ich guck mal, ob ich hier irgendwas Neues noch, ne, ich habe nichts Neues. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal auf die Insel, würde ich sagen. Ja, wir gehen erstmal auf die Insel. Gucken mal, ob hier nachts noch irgendwo... Nachtfall, ja, das ist ein normales Insekt, das ist jetzt nichts Besonderes. Wir gehen mal auf die Insel, komm. Machen das mal. Achso, ich wollte euch ja noch zeigen mit den Rezepten, ne? Genau, das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Hier habt ihr eure Rezepte drin. So, hier habt ihr zum Beispiel, das sind alles so optische Sachen. Ja, einige haben auch eine Funktion. So, und hier gibt es halt die Rezepte. Hier haben wir zum Beispiel schon die bessere Angel. Da braucht man dann eine Wackelangel, eine normale nochmal dazu. Eisenerz. Hier ist die Axt zum Beispiel. Ne? Damit könnt ihr halt auch Bäume fällen. Ne? So habe ich zum Beispiel die Baumstümpfe gemacht. Ja, ne? Und das sind die verbesserten Rezepte. Die halten dann auch schon deutlich länger. Gehen aber auch irgendwann kaputt. Hier zum Beispiel auch mit den Teppichmuscheln. Können wir halt Köder machen für Fische. Ne? Dann streut man die rein, dann füttert man die Fische quasi an. So, gut, dann mal los. Los geht's. Dann gehen wir jetzt erstmal auf eine Insel. Und zeige ich euch mal da jetzt den Trick mit dem Eisenerz. Weil ihr braucht halt, um den Laden zu bauen, braucht ihr halt nämlich... jetzt muss er erstmal Flugsteig schließen.
Also der Flugsteig geschlossen. Für den Laden braucht ihr nämlich Eisenerz. Sehr, sehr viel. 30 Eisenerz und 30 von jeder Holzart. 30 von jeder Holzart ist relativ simpel. Aber Eisenerz, da müsst ihr halt für verreisen, weil eure Steine irgendwann halt ist der Vorrat erschöpft. Und ganz wichtig auf eurer Heimatinsel, zertrümmert nicht die Steine. Haut da mit der Schaufel drauf, bis halt nichts mehr rauskommt, zeige ich euch gleich. Aber nicht zertrümmern, ne? Auf den Inseln ist es egal. Auf den Inseln könnt ihr ruhig die Steine zertrümmern, müsst ihr jetzt nicht, aber könnte halt auch nochmal ein Eisenerz bei rauskommen. Aber auf eurer Heimatinsel bloß nicht die Steine zerstören. So, Meilenticket nutzen. Und ihr braucht halt immer 2000 Meilen für ein Ticket, ne? Jo, alles Paletti hier. Das mit dem Angeln kann ich euch gleich auch nochmal zeigen auf der neuen Insel. Wie das mit dem Angeln funktioniert. Also ihr müsst halt immer warten, bis die Pose untergegangen ist. Er zuppelt halt 1 bis 5 Mal. Und manchmal schon beim ersten Mal geht die Pose unter. Und dann müsst ihr halt direkt anschlagen. Gerade so bei schweren Fischen und größeren Fischen und die halt auch mehr wert sind. Da muss man manchmal so schnell anschlagen. Das ist halt richtig schwer. So, was haben wir jetzt für eine Insel? Ich glaube, das ist auch wieder Äpfel, ne? Schade, wir haben wieder eine Apfelinsel. Hier haben wir jetzt zum Beispiel auch eine Werkzeugbank, ne? Falls unser Werkzeug alle sein sollte oder kaputt gegangen ist. So, dann fangen wir mal direkt an hier. Nehmen wir alles mit. Unser Inventar ist jetzt ja schön leer hier. Können wir alles mitnehmen. Können wir auch nochmal dran rumzuppeln. Nehmen wir nochmal ein paar Äste. Gut, die brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Hier haben wir auch nochmal Früchte. Die habe ich aber auf meiner Insel auch schon angepflanzt. Die Kokosnussbäume. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel, kann ich euch mal zeigen, wenn ihr jetzt auf eurer Insel einen Kokosnussbaum haben wollt, ne, dann geht ihr hier einmal auf den Apfel zum Beispiel. Ihr esst jetzt einen Apfel, weil ihr braucht mindestens diese Nahrung, also diese Energie. Dann geht ihr hier auf die Schaufel und dann könnt ihr hier den Baum direkt einmal auspflanzen. Dann könnt ihr den zu Hause wieder einpflanzen. Ne? Hier haben wir auch nochmal eine Muschel. Gucken wir mal, ob wir hier ein paar Fische haben. Hier ist gerade kein Fisch. Jetzt wirklich alles untersuchen. Alles mal einmal abgehen. Alle Früchte mitnehmen. Genau, hier geht's schon los. So, hier ist jetzt der erste Stein. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Jetzt ist hier alles rundherum. Muss alles frei sein. Hier muss alles frei sein, ne? Aber jetzt buddelt ihr hier ein Loch. Und dann würde es eigentlich schon reichen, wenn ihr hier... Achso, den müssen wir erstmal mitnehmen. Wenn ihr hier noch ein Loch buddelt. So, ich mache aber sicherheitshalber immer 3 Löcher. So, und jetzt müsst ihr triggern. Jetzt stellt ihr euch hier in die Mitte hin auf den Stein. Und jetzt einfach nur die A-Taste drücken. 8 Mal, 8 Mal. Bis hier nichts mehr rauskommt. Seht ihr das? Und ihr müsst ganz schnell sein. Und ihr dürft hier halt... Normalerweise rutscht ihr hier nämlich weg. Okay, jetzt hat er es 7 Mal gemacht. Aber 7 Mal ist ja auch okay. 7 Mal funktioniert auch. Jetzt ist natürlich die Schaufel kaputt. Das läuft natürlich. Also 7 Mal kam jetzt halt was raus. Habt ihr gesehen. Jetzt haben wir hier aus einem Vorkommen... Haben wir jetzt, 5 Eisenerz hier. Das läuft. Auf jeden Fall. Ne, und so könnt ihr das halt machen. Ihr müsst halt aufpassen, dass hier ringsherum frei ist. Und ihr würdet hier nämlich normalerweise, wenn ihr jetzt hier stehen würdet und ihr habt hier hinterher jetzt kein Loch, dann würdet ihr immer so wegrutschen und dann trifft ihr irgendwann den Stein nicht mehr. Das ist halt wie bei Super Mario mit den Münzen, wo ihr immer gegenspringen müsst. Und immer ganz schnell gegenspringen müsst, damit immer mehr Münzen kommen, ne? Jetzt muss ich mir erstmal eine neue Schaufel machen. Sonst können wir es hier, glaube ich, gleich vergessen. Ah, man kann die auch zuschütten, geil. So, dann holen wir uns nochmal eine neue Schaufel. Oh nein! Da war ein Tier dran. Nein! Schade, das haben wir jetzt leider verscheucht. So, jetzt stellen wir erstmal was her. So, wir stellen jetzt erstmal eine einfache Schaufel, würde ich sagen. Die können wir jetzt nicht herstellen. Ja, die will ich herstellen. Was brauchen wir? Hartholz. Okay, dann müssen wir nochmal die Axt rausholen. Haben wir noch so eine Axt? Genau, dann müssen wir nochmal Hartholz hier.
So. Wir brauchen hier das Hartholz, das brauchen wir hier. Mal gucken. So, den können wir auch schon mal mitnehmen hier, den brauchen wir auch immer mal. Ah, der ist dahinter ne? Ich sehe es halt nicht. Das war eine. Ah, ich nehme mal auf. So. Wie gesagt, das Holz können wir rein theoretisch können wir es auch mitnehmen. Kann man auch alles verkaufen. Oh. Was ist das? Da ist ein schöner Käfer. Schleichen uns ran. Jetzt, wie gesagt, A gedrückt halten und ganz langsam. Der ist auf den Blättern. Der ist auf den Blättern. Den müssen wir jetzt kriegen. Jawohl, nice. Oh, was haben wir da? Gesichtswanze. Ja, das sieht wirklich aus wie ein Gesicht, ne? Sieht wirklich aus wie ein Gesicht. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Ich finde es so ein schönes Spiel. Wirklich super hübsch gemacht. Ach, da ist noch ein Blatt. Blattschreck. Oh, den können wir eigentlich rein theoretisch auch mitnehmen. So, jetzt habt ihr hier zum Beispiel... Das ist der Werkzeugring, ne? Ah, jetzt ist er weg, ne? Warte, müsste ich hier mit dem Joystick... Ist er noch da? Ne, der ist weg. Aber ist auch nicht so schlimm, den habe ich schon ein paar Mal gehabt. Alles gut. Muss auf jeden Fall gleich noch eine Schaufel herstellen hier. Brauchen aber noch Hartholz. Hartholz. Da ist Hartholz. Hartholz. Ah, jetzt haben wir Unkraut mitgenommen. Die Blumen hier könnt ihr auch ausgraben. Ne, die Blumen könnt ihr auch ausgraben, mitnehmen, so wie ihr die Bäume ausgegraben habt. Da haben wir auch nochmal Hartholz. Ich glaube, das reicht schon, oder? Reicht das schon? Ich guck mal. Oh, da ist wieder so ein Käfer. Komm, den nehmen wir nochmal mit. Warte, warte. Ach, Mist. Komm, den nehmen wir nochmal mit hier. Der ist jetzt auf der hinteren Blume, ne? Ein bisschen dichter ran. Jawohl. Schön. Mal sehen, wie viel er wert ist. Einen können wir davon ja verkaufen. Einen müssen wir halt aufheben fürs Museum. Also ich habe, wie gesagt, alle Tiere, alle Insekten, alle Fische und alle Fossilien, alles ins Haus gepackt. Ja, die Axt ist bereit. Nice. Vielleicht können wir da jetzt gleich die nächste Axt schon herstellen. Ah ne, die nächste Axt brauchen wir ja gar nicht. Ach, wieso habe ich jetzt die Axt gekauft? Ah. Mist, ich wollte doch nicht die Axt, nein. Ich wollte die Schaufel. Ach, Schaufel ist aber auch bereit. Haben wir, okay. Egal, haben wir nochmal eine Axt, egal. So, jetzt haben wir die Schaufel, ja. Aber. So, ich guck mal. Schaufel haben wir jetzt, genau. Gut, so, oh, da ist er, da ist er. Da hinten am Baum. Der ist, glaube ich, richtig viel wert. Den habe ich auch erst einmal gefangen. Den brauche ich jetzt auf jeden Fall. Den brauche ich. Jawohl. Mal gucken, wie viel der wert ist. Da bin ich mal gespannt. Er mag zwar Spinnen, aber er verfliegt sich bestimmt nie. So, gut. Dann gehen wir mal weiter über die Insel. Hier können wir auch nochmal... Guck mal, gerade Inventar geht noch. Und Kokosnüsse können wir alle mitnehmen. Und denke ich mal gut verkaufen. Hier hinten ist noch ein Fisch. Zeige ich euch nochmal das Angeln. So, ihr müsst halt, wie gesagt, also vorne das Runde sind quasi die Augen von dem Fisch. Und ihr müsst immer direkt vor die Augen werfen. Ne? Das ist jetzt zu weit weg. Und so ein bisschen zum Fisch drehen hier. Immer direkt vor die Augen. Und dann visiert er das an. Jetzt huppelt er einmal. Zweimal. Noch nicht drücken. Jetzt müsst ihr drücken. Immer wenn er untergeht. Ah, ein Stein. Lol. Ja, das ist natürlich Mist, ne? So, jetzt gehen wir mal hier oben lang. Wir gucken mal, ob hier noch irgendwas ist. Hier ist, glaube ich, nichts. Hier haben wir Äpfel wieder. Äpfel nehmen wir mal alle mit. Alle Äpfel mitnehmen. Hier oben auf die höher gelegenen Sachen kommt man später erst mit der Leiter, ne? Also das... Da kommt man jetzt noch nicht rauf. Hier ist wieder ein Stein. Können wir wieder Eisenerz machen.
zeige euch das gleich nochmal. Jetzt haben wir wieder eine frische Schaufel. So, wichtig ist halt, den Stein hier wegnehmen. Und dann hier zum Beispiel diese Fläche nehmen. So, jetzt brauchen wir wieder die Schaufel. So, einmal hier ein Loch graben. Eigentlich müssten zwei Löcher reichen. Ich probiere es mal mit zwei Löchern. Und wir probieren das mal mit zwei Löchern. Ich stelle mich jetzt hier in die Schräge rein und fange jetzt mal an. Ja, funktioniert. Zwei Löcher reicht. Wichtig ist, dass die Löcher nicht um den Stein rum sind, ne? Ja, das war wieder nur 7 Mal, aber reicht. Noch ein bisschen Lehm. Und so kriegt ihr halt deutlich mehr Eisen jetzt raus. Und wenn ihr jetzt den Stein kaputt machen wollt, wenn ihr jetzt hoffen wollt, ey, da könnte eventuell noch ein Eisen drin sein, also machen wir den Stein kaputt, dann nehmt ihr hier die Steinaxt. Und ihr müsst jetzt wieder einmal essen. Hier zum Beispiel einen Apfel. Ne, ihr braucht halt einmal Energie. So, und wenn ihr jetzt auf den Stein hämmert, wie gesagt, mit der Schaufel dürft ihr wirklich nur auf den Stein hämmern, wenn ihr keine Energie, also keine Nahrung habt. Jetzt geht er kaputt, ist leider nur ein Stein drin. Ja, schade. So, hier haben wir nochmal ein bisschen... Machen wir mal ein bisschen Hartholz raus hier. Mal gucken, ob hier oben noch ein Fisch ist. Sehe ich aber keinen. Wie gesagt, hier am Strand kann auch mal was sein. Weiß halt nicht, ob wir die Blumen, ob die auch so viel Geld bringen, ob wir die wirklich mitnehmen sollten. So, hier ist alles frei drumherum, das ist gut. Machen wir hier wieder ein Loch. So, machen wir hier wieder... Hier ein Loch. Ah, nee, nee, das war zu dicht. Noch ein bisschen weiter. Hier müssen wir ein Loch machen. Dann machen wir hier noch ein Loch. Nee, hier geht nicht. Machen wir hier. Ah. Hier müssen wir. So, und dann bleiben wir hier stehen und hämmern drauf hier. Und der Platz muss halt frei bleiben, ansonsten fällt da halt nichts hin, ne? Guck, jetzt rutschen wir schon weg. Aber wir haben es hinbekommen. Das war jetzt voller Erfolg. 8 Mal. Mehr geht nicht. Beziehungsweise, wenn man jetzt halt den Stein noch kaputt machen würde, hätte man eventuell noch eine Chance auf einen. Oh, da ist ein großer. Komm, den gucken wir uns mal an. Muss noch einmal rumlaufen. Oh, hier ist schon wieder so ein Geräusch. Ist schon wieder irgendwo ein Tier. So, wir versuchen mal... Ach, der hier. Der ist nicht so schlimm. Den habe ich schon. So. Dann gehen wir mal auf die Angel. So, ich will mal den großen versuchen. Ah, jetzt hat er sich gerade bewegt. Der wird auch gleich wieder zurückschwimmen, denke ich. Ah, jetzt schwimmt er zurück. Na, sieht er nicht, ist so weit weg. Ah, da kommt der andere. Der andere hat es gesehen. Ah. Das ist gar nicht so einfach. Ah, dreht er sich schon wieder um. Ich lasse den mal da liegen. Wenn er sich jetzt drehen sollte. Eventuell. Jetzt sieht er ihn gleich. Ja, er sieht ihn. Oh, er hat schon gebissen. Könnte Welt sein. Ach, ein Karpfen. Ja, okay. Okay, ein Karpfen. Okidoki. So, ich glaube, hier sind wir sonst durch. Ich glaube, Inventar ist auch schon relativ voll. Oh, was ist das hier noch? Ein kleiner Fisch. Wollen wir den noch probieren? So ein Stück weiter weggehen. Nee, der ist ja ganz weit weg. Und das jetzt mit dem... Der sieht ihn. Hat direkt gebissen. Ach, ein Stein. Come on. Ja, schade. Also manchmal hat man echt Pech hier mit den Fischen. Weiß nicht, ob der hier reicht. Nee, das ist zu weit weg. Muss man hier nochmal gucken. Der ist auch. Der schwimmt gerade nach rechts. Gucken, ob der sich gleich dreht. Ah, haben wir das falsch gedreht. Jetzt schwimmt er nach oben weg. Schade. Geh nochmal rum. Hm. Oh, da ist wieder ein großer. Könnte aber auch wieder ein Karpfen sein. Ach, schade. Aber wir warten. Er dreht sich bestimmt gleich nochmal.
Vielleicht kommt auch gleich ein Fisch. Ja, er hat ihn gesehen. Einmal, zweimal hat er direkt gebissen. Bitte kein Karpfen, bitte kein Karpfen. Oh, ein Wels. Ah, egal. Nehmen wir mit. Habe ich zwar auch schon, aber können wir vielleicht gut verkaufen. Oh, da kommt eine Mücke. Die können einen übrigens stechen. Muss man aufpassen. Nehmen wir die Mücke noch mit. Und zack. Nee, warte. Ah? Ja, die Mücke sticht einen sonst, da muss man aufpassen. Jetzt haben wir sie. So, gut. Ich würde sagen, das reicht doch erstmal für den Anfang. Wir gucken jetzt mal, was die Tiere hier wert sind. Nehmen wir noch irgendwas mit? Und noch einen Fisch mitnehmen? Komm, einen Fisch nehmen wir noch mit. Einen Fisch nehmen wir noch mit. Die stacken übrigens nicht, die Fische. Ah ja. Okay. Dann machen wir den hier nochmal. Na, hat sich natürlich genau gleich weggedreht mit dem Auge. Gucken, vielleicht dreht er sich. Ah, der dreht sich in die andere Richtung. Schwimmt er da hinten in die Ecke. Hat er ihn gesehen? Der sieht ihn nicht. Nee, der sieht ihn nicht. Schade. Schwimmt er wieder weg. Vielleicht dreht sich der andere, der Kleine, gleich um. Ich glaube, der dreht sich auch nicht. Nee. Ah, jetzt hat er sich umgedreht. Schade. Nee, das ist zu dicht. Darauf reagiert jetzt keiner. Vielleicht dreht er sich gleich nochmal. Aber er ist mega entspannt. Wir haben jetzt zwar gerade ein bisschen Wind hier. Ich habe jetzt übrigens die Südhemisphäre genommen. Eins. Zwei. Weil ich hier mit dem Kumpel halt auch zusammenspiele. Ah, eine Dose. Egal, nehmen wir mit. Was soll's. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auf meiner Heimatinsel meine, ja, jetzt haben wir hier gerade, warte, ich guck mal gerade, ein neues Rezept oder was? Ach hier, guck mal, Dosen Kalimba, nice. Deswegen habe ich jetzt halt die Südhemisphäre genommen, damit ich halt ja zum Beispiel das Herbstwetter habe und mein Kumpel dann das Frühlingswetter. So, fliegen wir zurück und gucken uns mal an, was wir jetzt verdient haben. Wie gesagt, das Eisenerz hebe ich auf jeden Fall auf, weil das ist so selten. Das braucht man halt auch für die höherwertigen Werkzeuge. Deswegen, würde ich das auf jeden Fall nicht verkaufen, das Eisenerz, wirklich einlagern. Aber die Tiere hier, die wir jetzt doppelt haben, ne, was sollen wir damit, wieso sollen wir die nochmal aufheben? Die können wir jetzt ja ruhig verkaufen. Das ist ja kein Problem. So, gucken wir mal. Oh, mal gucken. Oh, hier ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir was verscheuchen. So, schauen wir mal, was das jetzt bringt. Ich muss jetzt halt mal gucken, welche... Also den Atlasspinner, den habe ich auf jeden Fall noch nicht gehabt. Den habe ich auf jeden Fall schon gehabt. Guck mal, was wir hier noch doppelt haben. So, den Wels verkaufen wir. Karpfen, Mücke. Hier, den können wir einmal verkaufen. Die Dose brauche ich auch nicht. Oder doch. Ach doch, die braucht man zum Herstellen, ne? Wir kaufen mal hier. Ja, die Kokosnüsse brauche ich im Grunde genommen auch nicht. Die Äpfel auch nicht. Muscheln auch nicht. Das Schade ist, dass ich sieht, was jetzt das einzeln bringen würde, ne? Wir sehen jetzt halt nur den Gesamtpreis, ne? Guck mal, müsste aber eine Menge sein, glaube ich. Guck mal. Boah, 8800 Sternis, nice. Nice. Den Wert sieht man trotzdem leider nicht, ne? Ich guck mal gerade, ob man irgendwo den Wert sieht hier von den Tieren. Muss man wirklich einzeln dann verkaufen, ne? Guck mal jetzt gerade, Atlasspinne, da jetzt ein Wert steht. Nee. Aber ich denke mal, der ist schon ganz gut was wert. Gut, das sollte erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war erstmal mein erster Guide. Sobald ich irgendwas noch dazu erfahre, irgendwas noch rausbekomme,
Wichtig ist halt, wie gesagt, nochmal 5 Uhr morgens ist, fängt der nächste Tag an. Bis dahin solltet ihr zum Beispiel Sachen fertig haben, die jetzt am Tag euer Ziel sind. Sei es jetzt das Museum, die erste Stufe, der Laden, die erste Stufe, euer Haus und so weiter. Das solltet ihr halt schon versuchen, vor 5 Uhr morgens fertig zu bekommen. Ansonsten, wenn ihr das halt erst nach 5 Uhr morgens irgendwann fertig habt, dann müsst ihr wieder einen ganzen Tag warten, bis das quasi weitergeht. Ne? Alles klar, vielen Dank fürs Einschalten. Euer Antwort auf Eng. Tschüss.